Es ist Zeit für ein Live-Reaction-Video und zu Mario Kart 8 Deluxe der 6. Welle wurde heute von Nintendo America veröffentlicht. Nintendo Deutschland hat das noch nicht veröffentlicht, also reagieren wir auf den Trailer der 6. Welle von Nintendo America. Nebenbei noch erwähnt, auf meinem YouTube-Kanal wird es übrigens auch dann einen Livestream zur 6. Welle geben. Also falls du auch Mario Kart 8 Deluxe hast, dann kannst du gerne mit uns auch mal eine Runde mitspielen. Würde mich riesig darüber freuen. Film ab! So, was gibt es denn hier? So, okay, wir haben hier die Rainbow-Strecke aus der Nintendo Wii, aus Mario Kart Wii. Okay, wie gefällt euch die Wii-Zeit? Wir haben zwar schon eine Rainbow-Strecke, aber wieso nicht noch mehr, ne? Okay. Donkey Kong. Kamek, alle sind dabei. Okay, was kommt als nächstes? Hallo? Tinder zeigt ja aber gar sehr lange jetzt gerade die Rainbow-Strecke. Großer Fan davon. Okay, Madrid, ja, aus Mario Kart Tour, aus einer coolen Strecke, gefiel mir auch gut. Donkey Kong Mountain, Bergland, nice. Nice. Daisy Circuit, okay, also Daisy Strecke, cool. Oh, Piranha Pflanzenbucht, nice. Okay, Bowser Castle 3, okay, das ist auch ein schönes Remake, ziemlich heftig übrigens. Rom, okay, mit Pauline. Richtig nice, ey. Okay, Eispalast von Rosalina. Mhm. Das Mario Kart 7. Ja, das war's. Wann erscheint das Ganze? Das erscheint November, Dezember. Wir haben ja jetzt November, ne? Es erscheint 9. November. Okay. Also der 9. November ist der übernächste Donnerstag, ne? Zuallererst mal möchte ich mal eure Meinung dazu wissen, wie gefallen euch die 6 Strecken? Ist eine darunter, die euch gefällt? Seid ihr enttäuscht oder begeistert? Lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. Meine Meinung, Wii Rainbow Road ist eine coole Strecke. Ich habe sie auch bei Mario Kart Tour auch gerne gespielt. Aber hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Sorry für die Fans da draußen. Wir haben ja schon genug Rainbow-Strecken, also hätte ich mich vielleicht über eine andere Strecke auch gefreut. Aber ich würde mal sagen, so von der Rating her, von der Bewertung, 4 von 5, sicherlich noch cool. Und dann als nächstes, ist natürlich auch sicherlich auch für frühere Retro-Fans da irgendwie von Mario Kart Wii eine Freude. Und hier Madrid. Da habe ich übrigens auf meinem YouTube-Kanal, wer sich da mal ein bisschen umschauen möchte, habe ich in der Playlist von Mario Kart Tour, habe ich die Strecke auch gezeigt. Die ist sehr nice übrigens. Gebe ich auch eine 4 von 5. Und hier Donkey Kong Mountain. Also das ist ja Donkey Kong Bergland. Da spickt man ja in dieses Donkey Kong Fass ganz, ganz weit nach oben. Sieht aber auch nice aus, schon von den Texturen hier. Ja, und da, wo man nach unten kommt, cooles Bild auch hier, Funky Kong und Diddy Kong. Ja, Donkey Kong Bergland finde ich eigentlich auch noch eine coole Strecke. Gebe ich auch 4 von 5, oder schon fast 5 von 5. Ist eine coole Strecke, von GameCube ist das, ja. Dann Daisy Circuit, die Strecke, finde ich ein bisschen mittelmäßig. Jö, die zwei hier zusammen. Finde ich mittelmäßig. Mega kurz gezeigt im Vergleich zu Rainbow Road. Also Daisy-Strecke würde ich mal sagen, so eine 3 von 5. Und Piranha-Pflanzenbucht finde ich eigentlich noch nice. Ist ziemlich abwechslungsreich, also was das Streckendesign angeht. Es gibt dort so drei unterschiedliche Streckenabschnitte. Die ist richtig nice. Also da gebe ich auch 4 von 5 Punkte. Also was die Bewertung angeht. Dann hier Bowser Castle 3. Das ist ein heftiges Castle. Ja, besonders auch hier und so. Aber es ist das erste Castle übrigens in dieser ganzen Welle. Und ich finde es eigentlich noch schön. Also ich würde sagen so 3,5 von 5 würde ich sagen.
Also vom Design her ist schon geil, aber so ein bisschen so vom Hype-Faktor, ja, mittelmäßig. Rom, oh mein Gott, das wird die Hölle sein. Also vom Design und so sieht das schon geil aus. Hat hier Pauline irgendwie ein Motorrad-Outfit an oder so? Sieht mega speziell aus auf diesem Motorrad gerade. So ein richtiges Bike-Outfit oder so irgendwie. Ich weiß es auch nicht. Der Dress, wo sie da anhat, passt hier mega gut dazu. Findet ihr nicht auch? So richtig edel, hey. Und Rom, muss ich sagen, das ist eine Strecke, die mag ich übrigens gar nicht. Also ich weiß nicht, wie Nintendo sie umsetzen wird von der Breite her, aber das ist wirklich so eine richtige Horrorstrecke. Optik und so ist richtig schön und so. So eine Nachtstrecke, aber da gebe ich eine 2 von 5. Ich habe schon gewusst, dass sie kommt, aber das ist wirklich nicht so meine Strecke. Also ich rede jetzt von meiner Meinung. Eher weniger meins. Es ist die Hölle. Auch ich denke, ich stelle mir das schon jetzt so vor, so 200er CCM, das wird die Hölle sein. Und dann haben wir hier noch Rosalinas Eispalast. Ist eigentlich schön, aber ich weiß es nicht. Passt natürlich auch gut zur Winterzeit. Ich würde mal sagen, so eine 3 von 5. So der Hype-Faktor. Sieht schön aus, finde ich, jetzt mal aus Mario Kart 7. Aber ich hätte mir zum Beispiel noch irgendwie eine Strecke aus Mario Kart 64 oder so gewünscht. Ja, das ein bisschen zu meiner Meinung dazu. Also, in allem würde ich mal sagen, eine solide 6. Welle. Oder was meint ihr so ein bisschen dazu, was die Strecken angeht? Was mich nicht hier gerade überrascht, sind, dass es alles auch so Strecken aus Mario Kart Tour wieder sind. Wisst ihr, wieso, als hätte Nintendo schon die ganzen Strecken Mario Kart Tour schon ein bisschen leicht vorbereitet und für die Welle 6 da, ja, easy, polieren wir sie ein bisschen noch für die Switch-Verhältnisse ein bisschen auf und dann let's go, veröffentlichen wir sie. Also nichts irgendwie, also jetzt einfach von meiner Sichtweise, weil ich habe ja Mario Kart Tour, spiele ich ja schon lange und ich habe da ja schon vieles gesehen und das ganze Zeug, was in Mario Kart Tour eigentlich erschienen ist, sieht man jetzt hier eigentlich auch wieder. Es ist nicht irgendwie was Neues darunter oder wie zum Beispiel auch in der letzten Touren zum Beispiel mit dem Bad Parkour. Das war zum Beispiel eine geile Überraschung oder Yoshi's Island. Also es hat nichts, so einen richtigen Wow-Effekt darunter, wie zum Beispiel in der fünften Welle oder vierten Welle, wo ich eigentlich richtig auch cool gefunden habe. Also so der Wow-Effekt, der kommt da nicht so richtig rüber. Zwei Tourenstrecken, wo auch darunter sind. Also ich würde mal sagen, die ganze Tour von den Strecken, ich weiß es nicht, 3 von 4 von maximal 5 Punkte würde ich da geben. So allgemeines Fazit irgendwie. Also wenn ich so Welle 6 sehe, dann kann ich da nicht irgendwie gerade sagen, ja gut, ich nehme dann nachher gleich die Strecke. Außer vielleicht Donkey Kong Bergland, was mich da vielleicht ein bisschen ansprechen würde. Der Rest, wie schon gesagt, finde ich auch cool, aber ja, Spanien ist ja auch noch oben, also Madrid könnte auch noch cool sein. Also so Donkey Kong Bergland und Madrid. Und ja, der Rest ist halt so ein bisschen so eine Geschmackssache eigentlich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich denke wahrscheinlich für jeden von euch hat es vielleicht eine Strecke darunter, die einem gefällt. Ich lasse mich überraschen, wie der Livestream dann nachher sein wird. Aber ich muss sagen, da hat es andere Strecken darunter, die gefallen mir schon ein bisschen besser. Aber eben, ey, die Geschmäcker sind ja unterschiedlich. Wir können ja froh sein, dass wir hier wieder was Neues bekommen und das Ganze sogar noch im Monat November und nicht im Monat Dezember. Ja, schreibt mir mal eure Meinung zu den kommenden Strecken in die Kommentare. Würde mich hier richtig auch wundern. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss zusammen.